Hallo meine Lieben da draußen. Ja, das hier ist mein Kleiderschrank. Und das hier ist das Springtime-Video. Es ist richtig cooles Wetter draußen und ich habe die Zeit einfach mal genutzt, um mein Video zu drehen. Ich werde euch jetzt meinen Kleiderschrank zeigen. Es ist nichts Besonderes, aber es sind vielleicht ein paar Inspirationen für euch dabei. Ich nehme euch aber allerdings mal ein bisschen weiter mit. Hier drüben hin. Ja, das ist mein uralter Fernseher. Und tut mir bitte den Gefallen und verurteilt mich nicht, wenn ich so ein bisschen doof aussehe, aber ich war gerade beim Zahnarzt. Alles gut und jetzt öffne ich mal die heiligen Schranktüren. Ho, ho, ho. So. Was kann man erkennen? Ja, nischt. Ja, also. Ich stehe jetzt hier wie so doof. Aber kann euch ja mal ein paar Sachen so rausholen, die ich richtig schön finde. Da kommt als allererstes ein Teil, was ich kurz vor Silvester 2012 gekauft habe mit meiner Jenny. Irgendwie wirst du in jedem Video erwähnt, ne? Aber hast einen Platz in meinem Herzen. Da habe ich dieses schicke Teilchen hier geshoppt. Ist so mit fluffigeren Ärmeln und es sind eigentlich gar keine Ärmel, weil die so angenäht sind. Und das Highlight ist einfach die Rückansicht. Und das, finde ich, kann man super gut im Frühling tragen. Mit einer Jeggings. Finde ich ganz schick. Allerdings sollte man, weil man hier den Bund sehen würde von der Jeggings, dann noch einen Top drüber tragen, sodass man den Bund einfach nicht sehen würde. Oder mit einer total süßen, wie heißt das, Leggings oder so. Oder mit einer Jeans einfach nur und ein schickes Jäckchen drüber. Finde ich total cool. Habe ich bei Primark geshoppt. Ich glaube, das hat allerhöchstens 8 Euro oder so gekostet. Und ist auf jeden Fall ein Frühlingsfavorit. Dann gehe ich mal durch. Ich bin nämlich super unvorbereitet, wie immer natürlich. Und finde hier gleich zwei Kleider. Das ist einmal so eins. Das ist ein ganz normal geschnittenes. Hat hier so einen V-Ausschnitt. Ist von H&M von letztem Jahr. Und geht gerade so, es ist so ein Tick länger als knielang. Oder, wartet mal. Nee, es ist ein Tick kürzer, also es geht nicht übers Knie. Es ist, hört über dem Knie auf, also vor dem Knie so drüber. Wisst ihr? Das ist es. Es hat so ein richtig süßes Muster und ist auch so ein bisschen Neon angehaucht, finde ich. Dazu fehlt mir leider noch die passende Leggings, aber ich dachte mir, wenn es jetzt wirklich konstant warm wird, kann ich mir ja mal eine blaue oder sowas anschaffen oder irgendwas, was zu diesem Kleid passt. Also da kann man ja wirklich viel kombinieren. Weiß finde ich sehr unvorteilhaft bei meiner hellen Haut. Lila, rosa, irgendwie sowas. Oder auch einfach mit einem... Ich bin gar nicht so klein, aber ich muss mir so klein machen. Oder mit einem nackten Bein, wenn es dann wirklich sehr warm ist. Ja. Und auf der anderen Seite, das ist übrigens so ein Hosenbügel. Auf der anderen Seite habe ich das nochmal in so einem blau-weiß-rot. Hier seht ihr das. Das sind halt so Blümchenmuster. Die haben damals bei H&M jeweils 10 Euro gekostet und die habe ich mir mitgenommen. Ist identisch der gleiche Schnitt. Identisch der gleiche Schnitt. Es ist der identische... Nein, es ist der gleiche Schnitt. Und sieht so aus. Ich liebe die Farben. Also das finde ich total schön. Aber auch das hier. Wobei mich das etwas blasser macht. Aber das ist ja eigentlich im Frühling egal. Weil ich auch ein bisschen Farbe bekomme. Klingt komisch, ist aber so. Die hänge ich jetzt wieder zurück. Also es sind so süße Kleidchen, finde ich. Oh, ich bin so doof. Ja, hänge ich zurück.
Dann gibt es, das habe ich auch schon richtig lange, in Flieder ein total süßes Babydoll-Kleid. Das ist hier oben so, ja, mit so Lamellen, kann man das sagen? Also auf jeden Fall so abgesetzt an der Brustpartie. Leider trägt es an der Brust sehr auf. Und da ich eine große Person bin und die Proportionen bei mir relativ gut passen, trägt es obenrum auch auf. Deswegen ziehe ich dazu immer ja, so einen leichten Schal an, damit der Blick nicht nur obenrum drauf fällt. Und dann hat es hier unten, fällt es total schön. Es ist sehr, also es geht gerade über den Po, deswegen ziehe ich da auf jeden Fall immer eine Leggings, eine blickdichte Leggings zu an und auch noch irgendwie einen schwarzen Rock oder so. Oder also wenn ich das zu Hause trage, kombiniere ich das auch gerne mit diesen, mit den Primark Schlafanzugs-Hotpants, weil zu Hause kann man ja eh alles tragen und wenn ich dann nur auf dem Balkon sitze, sieht das ja eh keiner. Genau, also so sieht es aus. Warte, so. So hängt das. Und betont aber wirklich schön. Aber ist locker. So. Das hat, oh, ich weiß es gar nicht mehr, aber es ist auch schon ewig her, dass ich das habe. Ich trage Sommerklamotten sehr gerne. Aber ich habe nicht viele, beziehungsweise ich wechsle nicht jedes Jahr meine Sommerklamotten, weil irgendwie habe ich immer so einen Glücksgriff und ja, dass sie sich wirklich lange halten. Und ja. Ne, haben wir das Thema auch. Dann habe ich ein absolutes Sommerkleid. Das habe ich mal bei Tilly Whale gekauft und ihr werdet mich vielleicht verrückt erklären und fragen, warum ich das schön finde. Aber es ist... Oh, ich guck. Hallo. Aber es ist so schön. Telefon. So, wo waren wir? Wir waren beim Kleid, ne? Das ist es also. Es hat hier so Rüschen hier vorne. So Holzknöpfe. Und dann natürlich noch so ein, ja, so ein Gebänzel. Und es betont die Taille sehr. Also es hat hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, von hier bis hier hat es wirklich so einen ganz, ganz starken Bund, was die Taille sehr betont. Und dann hat es halt so ein, auch sogar einen kleinen Unterrock. Das habe ich, nee, doch nicht, oder? Oder? Doch, doch. Hat einen kleinen Unterrock, dass es halt ein bisschen blickdichter ist. Und ja, wenn ich das anhätte, geht es so, ja, wie die anderen beiden. Kurz vom Knie hört es auf. Finde ich total süß. Und trage ich auch gerne mit einer weißen Strickjacke oben drauf. Mit einer weißen Strickjacke und dann ja, ein rosa Schal oder so, wenn es mal abends kalt wird. Sehr, sehr schön. Und wenn ihr Lust habt, kann ich euch auch ein paar Outfit of the Days drehen, wenn es wärmer wird. Weil hier in der Wohnung macht es keinen Spaß, in so einem Kleid rumzuhüpfen. Und draußen liegt noch Schnee. Also bitte versteht mich da, meine Lieben. Warum brauchst du einen Schrank? So. Und dann... Das ist so mein... Ich nenne das mal Kaviar-Kleid, obwohl das total bescheuert ist. Das ist so ein... Ich nehme das mal eben vom Bügel. Das ist so ein Neckholder. Ich ziehe das mal um. So, das ist ein Neckholder. Und hier seht ihr, also es ist dann so. Mit so einer Kordel. Aber ich zeige euch das jetzt noch von nahem. Hier, so sieht es aus. Hat quasi so einen Bubi-Kragen, der aber ungefähr hier so sitzt und nicht direkt hier oben. So wird es dann halt umgebunden. Finde ich sehr süß. Und ist dann so kordelmäßig maritim angehaucht. Und ist dann, ja, so ein Kleid, ne? Geht auch kurz, also gerade über den Popo und endet kurz vorm Knie. Und das mag ich total gerne.
Finde ich super schick. Ziehe ich aber zu selten an. Ich weiß auch nicht. Aber das habe ich auch schon ewig. Das habe ich, weiß ich nicht, 4 Jahre oder so. Also ich bin sehr, sehr sparsam, was Sommerklamotten angeht. Weil man im Sommer eh nicht so viel anzuziehen hat. Wie sehe ich eigentlich aus? Wie Einstein, ey. Also meine Lieben, das waren jetzt meine Frühlingskleidchen. Und ja, ich hoffe, die haben euch gefallen und ein bisschen inspiriert. Übrigens habe ich das letzte Kleid, das mit diesem... Mit diesen ganz, ganz, ganz vielen Blumen und dem großen Taillenbund habe ich von Telly Whale von vor 3 Jahren. Nein, von vor 2 Jahren. Und das habe ich, ja, von Telly Whale, hat irgendwie, glaube ich, 15 Euro gekostet. Also nichts Teures dabei. Und das letzte habe ich von Olymp & Hardys. Und das war schon ein bisschen teurer. Ich glaube, 20, 25 Euro hat es gekostet. Aber es hält ja, wie ich euch das jetzt gerade schon gesagt habe. So. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß. Auch bei den Videos von den anderen Mädels. Und bei den Videos, die jetzt noch kommen werden. Ich drücke euch allen die Daumen, dass es, egal wo ihr seid, bald Frühling wird. Außer ihr seid auf der Südhalbkugel, dann wünsche ich euch, dass es bald Herbst wird. Ja, mal eben umdenken, Herbst oder Winter, weil dann habt ihr es nämlich schön warm. Aber dann ist es bei uns Sommer, richtig, also es passt. Ja, macht es gut, meine Lieben. Ich freue mich auf eure Kommentare und bitte sagt mir, ob ihr Lust habt, auf Outfit of the Days zu bekommen, wenn endlich der Schnee weg ist und ich auf dem grünen Rasen stehen kann. Macht's gut. Tschüss.